Na! Oh, verdammte Scheiße! Oh nein! Aber oh nein! Oh nein! Oh nein! Willkommen, meine lieben Jungs, zu einer neuen GTA Online-Folge, immer noch mit Palutin und der Sturmwaffe. Hallo. Hallo zusammen. Na? Wir machen hier immer noch so eine von diesen geilen Spiellisten, aber jetzt mal wieder eine neue. Und wir haben einen Affen im Team, seht ihr das? Was ist das denn für ein? Und der hat so Shorts an. Der Typ. Oh Mann. Oh nein, also Alter. Der White Shorts an, ey, was ist denn bei ihm kaputt? Richtig gut. Und ja, wir haben fast nur Leute aus der King Young Edena Crew drin. Das finde ich richtig cool, Leute. Also sowieso. In der heutigen Aufnahme zum ersten Mal so, dass wir die ganze Zeit Leute finden aus der Dena Crew. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie zu spielen, geht in die King Junge Dena Crew. Müsst ihr eigentlich finden, wenn ihr danach sucht. Oh Gott! Oh, verdammte Scheiße! Erstmal ist jetzt Deathmatch im Moment, weil da kann man voll geil zusammenspielen so. Ja, das ist echt mega cool. So, ich weiß noch nicht, ob es erst seit irgendeinem Update ist, weil jetzt ist es immer voll easy. Ich muss nur so gehen auf alle Crewmitglieder einladen, dann kriegt ihr so eine Einladung auf euer Handy und dann könnt ihr mitspielen. Und das Ding muss explodieren. Auch wenn ich es gar nicht hinbekomme. Oh. Oh, 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 oh. Das habe ich gemacht. Oh nein. Oh nein. Was ist das denn? Oh nein. Was war das denn? Jemand hat mich in die Luft gesprengt. Stimmt gar nicht. Entschuldigung. Explosive Blähung. Mensch. Weiter. What? Ah, hier sind immer diese Gaskanister, ne? Dahinter habe ich mich versteckt. Okay. Ja, das ist eine blöde Idee, sag ich mal so. War nicht so smart. Da hinten ist doch einer, ich seh das doch. Oh. Da geh ich jetzt hin. Ey, irgendjemand fällt uns richtig in die Flanke. Ach, das sind immer meine Leute. Ich schieße halt auf meine Leute, ich Depp. Ich mach's einfach. Deshalb war da so Querfeuer hier. Ich dachte schon so, ey. Ja, ich habe gerade noch nicht so reingefunden ins Spiel. Ja, das kommt ja immer so. Ja, muss erstmal warm werden, ne? Haben, ey. Und da muss natürlich auch, finde ich auch, da muss man natürlich ein bisschen Verständnis haben und so weiter, ne? Ja, das ist gut. Ich bin kein D-Zug, weißt du, dauert immer ein bisschen. Wir können ins Dixi-Klo. Guck dir das mal an, bitte. Was denn? Riecht geil, Alter. Verdammte Scheiße, Gaming Shows. Schön, hier kann man richtig schön rein. Alter, erstmal richtig schön auf dem Dixi-Klo. Erstmal richtig schön ein Splashen auf dem Dixie. Auf dem Dixie Klo, ne? Ja, auch nicht, ne? Kann man mal machen, kann man mal bringen. Ey. Mit Gaming, Alter. Erstmal richtig ein Splashen auf dem Klo. So, okay. Ja, erstmal Splashen, wir müssen ja mal ein bisschen killen. Ja, ich denke auch. Also, wir sind in einem Team, da finde ich es nicht so schön, wenn der Affe die ganze Arbeit machen muss, so. Ja, läuft bei mir, Alter. Er ist ein dritter Kill. Oh Mann, jetzt komm schon, jawohl. Erster Kill, Alter. Das hat gedauert. Ich bin da richtig auf. Es geht voran. Es ist unentschieden, so. Es zählt gerade im Moment wirklich, was jeder Einzelne macht von uns, ja? Okay. Und ich möchte nicht einem Affen überlassen, dass wir gewinnen. Nein! Ach, Mensch! Oh Gott, ich sehe da jemanden. Oh! Yes! Einen habe ich noch. Ich hab noch einen. Okay. Wo spawnen die denn? Gegenüber, oder? Ja, eigentlich also, hier so, wir halt in unserer Ecke und die halt in deren Ecke so, ne? Bagger die ganze Zeit in deren Ecke. Jetzt sind sie aber hinter uns, irgendwo. Hinter uns? Okay, warte. Oh ja. Ich laufe hier erstmal schön aufs Dach hoch. Oh Gott, aber ich schieße schon auf mich. Ey, spring jetzt, schieß hin! Oh Gott, aufs Dach! Ich hab den einen. Oh. Der ist down. Sehr schön, aber jetzt wieder auf der anderen Seite. Oh, warte. Da läuft er! Schön! Na, verdammt. Hallo, hast du ihn bekommen? Ja, ne. Es steht 11-11, Leute. Das ist alles, ich glaube, es geht bis 15. Das ist alles jetzt wirklich kritisch so. Also müssen wir jetzt uns alle ranhalten. Da darf niemand jetzt irgendwie rausfallen. Geht aber ein Foto für den. Nein, die kommt von der Seite, von rechts, von oben. Ja, da um die Ecke kommt einer. Oh, aber ich weiß nicht, wo genau. Ich sehe die überhaupt nicht. Von da vorne. Ja. Oh, da ist einer in der Ecke. Oh ja, den kill ich. Verdammt, nein! Yes, einen habe ich. Nein, oh, die Führerin, die brauchen nur noch einen Kill, da haben wir verloren. Oh. Scheiße. Okay, alles, was ihr seht. Oh, einen kill ich vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Oh Gott, ich... Scheiße. Oh nein. Ah, scheiße. Ich brauche einfach noch... Ich muss mehr leveln, aber ich level ja gerade auch dadurch, um mir die besseren Waffen zu holen. Wenn ich immer nur mit der MP kämpfe und die mit Sturmgewehr, ist natürlich ein bisschen doof. Ja, das ist aber cool, Mann. Das ist unser Skill, ey. MP-Skill ist enorm, hab ich auch. Alles normal. Ja, genau, mit einer Rettungsweste hier. Ja, also die King Young Dena Crew ist eine sehr heterogene Masse, muss man natürlich sagen. Da gibt's die Leute. Das ist, finde ich, auch ein bisschen schön, dass man da so ein bisschen eine Diversität der Kulturen hat und so weiter. Da bin ich auch offen für.
Ja, find ich super, dass du es machst. So, ne? Einige heben mir ab so, aber du bist da, bleibst dir da treu. Ich bin alles real keepen und so weiter. Genau. Auch wenn ich hier auf dem letzten Platz rumsplashe. Wirst du bei dir selbst als Letzter angezeigt? Nee, ja, Siebter. Achso, ja, okay. Aber wir sind... Oh. So, natürlich GTA-Rennen hier. Zwei Runden. Endewagen, ey. Bleh. Mal was anderes, bitte. Nee, ich kann nur, das kann ich, glaube ich, nicht umstellen. Das ist wieder Geländewagen hier. Und ich fahre auch schön wieder mit meinem getunten Biff da hier rum. Weil der gefällt mir. Oh ja. Los Santos trifft auf den alten Westen. Das ist krasses Alter. Was? Auf jeden nehme ich das Ding. Das müsst ihr euch mal. Ich nehme auch einen. Meinst du den Sand King XL? Nee, Alter. Ja, genau, das Ding. Das ist ein richtiges Viech, Alter. Das ist der pinke Typhoon ist das jetzt, ey. Ich fahr lieber mit persönlichen Auto. Das ist eine persönliche Bindung. Da, weißt du, das ist natürlich auch. Ja. Ich setz auf alles, was ich habe, ey. Auf jeden Fall, ey. Der pinke Typhoon legt richtig. Ihr setzt auf euch selbst Geld? Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht. Nein, das Ding, Oha, Alter. Oha! Was habt ihr denn dafür Wagen? Yeah. Ich bin ja. Also, das erscheint mir schon wieder ein bisschen abgehoben von euch, so, ne? Ich bleib hier einfach ein bisschen auf den Ground, ne? Mit einem. Ich sitze auch direkt hier praktisch auf dem Boden sozusagen. Brauch nicht so ein fettes Auto. Wir müssen eben representen, weißt du? Langsam. Oh ja, da ist er vielleicht lang. Oh Gott, aber. Oh, aber. Mh. Oha! Oh nein! Oh Scheiße! Aber ich fahr noch! Oh, da sind viele Sachen kaputt gegangen, ne? Aber ich fahr ein bisschen auf den ersten Platz rum. Gefällt mir. Riecht gut, ey. Riecht gut. Ey, das ist doch ein Scherz, Leute. Hinten links ist bei mir der Reifen kaputt. Ich kann kaum noch fahren. Ja, du kannst dich zurücksetzen lassen mit lange Y drücken. Aber okay, ich glaube, das kostet halt auch viel Zeit so. Du kannst dich auch reparieren mit so Power-Ups. Ja, genau, hab ich gerade auch gemacht. Da war Hopfen und Malz verloren. Es ist ja unmöglich mit diesem Riesenteil irgendwas. Ja, da waren wohl mal wieder die Augen größer als der Verstand, ne? Sag mal so. Also, ich möchte auch nichts darauf beschwören, aber ich würde mal sagen, ich hier ganz gediegen fahre ich hier einfach mal so. Ne, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Oh Gott, das war dumm. Ich bin wieder festgefahren, ich bin so weit hinten. Ich fahre jetzt einfach so auf dem ersten Platz ein bisschen rum. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Zwei Runden gemacht, ne? Ist ja normal. Ja, also zwei Runden waren voll eingestellt. Ich habe gesagt, ja, haben sich bestimmt schon was dabei gedacht, so. Und dann fahre ich jetzt auch einfach mal vorne rum. Und dann gibt das auch gleich die verdienten Punkte, würde ich mal sagen. Der kann doch nicht so langsam sein. Komm schon, der Typhoon. Lass mich nicht im Stich. Wer hat mich da gerade fast abgeschossen? Ach, ich war das selbst, glaube ich. Ich dachte gerade, jemand hat mich abgeschossen, aber das wäre. Oh nein! Oh Gott, jetzt habe ich einen. Echt? Oh, jetzt habe ich einen Checkpoint verpasst, ich Depp. Oh mein Gott, da kommen die schon, die nächsten! Verdammte Scheiße! Oh Alter, nein! Was ist denn so schnell? Oh, aber der hat sich festgefahren, weil er ein Depp ist. Oha, neue persönliche Bestleistung. Der läuft bei uns bald gut noch. Nein, er hat mich gesprengt! Oh ja, sehr schön. Gefällt mir. Ja, ich war kurz in Gefahr, jetzt wieder angefochten vorne hier. Ich sehe noch nicht mal ansatzweise irgendwas. Aber der hinter mir hat ein besseres Auto, dieses Militärding, weißt du? Da ist natürlich irgendwo ein Vorteil. Wenn er jetzt gleich mich irgendwie gleich wegsplasht mit einer Rakete oder so, bin ich natürlich am Arsch, aber der fährt nicht so gut. Der ist nämlich schon wieder weg. Dieses Auto. Alter, das Auto, ey. Neueste, schnellste Runde, Alter. 15, ey. Ich bin der richtigste, Alter. Vettel in der dritten Kurve, ja. Macht gut, der Niki Lauda ist ja vorne dabei. So. Oh nein! Also, den einen hab ich überholt. Aber ich bin's einfach so ähnlich. Der ist kein Ding für mich, Alter. Ich bin richtig schnell, Alter. Ich bin richtig am Rumcruisen. Ich bin hier am Fahren auf jeden Fall ordentlich. Oh Gott! Jetzt drehe ich mich wieder, aber. Dann, oh nein! Wer war das denn? Warte mal, jetzt kommen da zwei auf einmal. Jetzt und! Den muss doch treffen! Oh nein, ich hab keinen getroffen! Oh Mann! Aber ich hab sie verwirrt. Das war natürlich auch erfolgreich. Ganz alles geplant natürlich. Sehr schön. Na! Oh verdammte Scheiße! Oh nein! Aber oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, verdammte Scheiße, ich bin das ganze Rennen vorne und jetzt ist der Kurs vom Ziel, hat der mich überholt hier. Oh, aber jetzt fehlt er. Oh Gott. Oh nein. Aber er hat das bessere Auto, er kann besser rausbeschleunigen. Das hat er selbst getunt, das ist so blau und so weiter, stand da an, finde ich. Oh Gott, jetzt hier. Oh nein. Oh nein, das ist das Ziel. Oh nein, das ist das Ziel. Wir beide sind vorbeigesprungen. Und dann kommt der nächste. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich bin. Zweiter nur.
Oh. Verdammt, das war wirklich knapp. Ich fahre hier hin, so weiß ich, fahre einfach mein eigenes Race hier ganz weit, ganz gechillt. Ich bin komplett alleine, ne? Das ist gar nichts. Ja, guck mal, da läuft's, Alter. Direkt mal aktuelle Runde 1:30 bin ich gefahren, ey. Richtig krasser Typ, ey. Richtig krasser Typ. Ja, man muss sagen, ne, der Petty Boy, der ne Gesamtzeit, guck mal, was das für ein Mini-Unterschied ist. Der hat mich da um ein Zehntel hat er mich geschlagen. Und das hat auch nur, weil er da einfach der hatte Glück einfach nur. Der hatte nur Glück, wirklich, ohne Spaß. Ich habe gebattelt mich mit irgendeinem anderen und dann splasht er da einfach durch die Mitte durch. Aber trotzdem coole Challenge. Habe ich direkt mal auf Gefällt mir gedrückt. Hätte man ein anderes Auto genommen, hätte es noch nicht gut gelaufen, mir so, ne? Seid ihr euch sicher? Aber ihr dachtet euch halt so, ja, so ein Mordsgerät hab ich selber nicht. Nehme ich's mal ins Spiel. Natürlich. Der Gerät, ne, Mühle, der Gerät kann backsteigen. Wenn man halt so, ne, ihr seid halt nicht so bestückt, dann dachtet ihr euch, okay. Ja, genau. Jetzt persönlich. Jetzt, ja. Komm. So, jetzt kommt Fallschirmsprung. Oh, das kommt schon. Bei mir auf jeden Fall. Hashtag amazing, würde ich sagen. Hashtag adventurous. So, alles hier raus, Mann. Ich glaube, es ist nicht so mein Ding, deswegen wette ich mal wieder nichts. Ich traue mich einfach nicht. Bei Fallschirmspringen, das ist einfach, ne, wenn man die letzten Folgen gesehen hat, Ja, erstmal Schuss drauf. Ich kann was abballern. Ja, hab ich eingestellt. Echt? Ja. Dann springen. Springen wir eigentlich aus demselben Heli ab, oder sind es hier so 20 Helis so drumherum? Ich glaube, wir haben unterschiedliche, oder? Ja. Auf jeden Fall, Alter, bei Paluten sitzt einfach ein Albaner vorne im Cockpit. Da rausgesprungen! Wir haben, glaube ich, alle einzelnen Helis. Oh Gott, jetzt bin ich viel zu spät, glaube ich, gezündet. Wobei, nee, geht noch. Okay, ich bin richtig weit unten. Läuft. Komm, Alter, irgendjemand schießt auf mich. Komm schon, ja, das war ich. Ja, du Ruhig. Aber ich glaube, das ist eigentlich besser, wenn man sich erstmal so darauf konzentriert, überhaupt hier zu fliegen. Oder? Ich weiß nicht, dann so bei Gelegenheit. Das ist schon nicht gut eigentlich, ey. Bei Gelegenheit haut man dann halt so die Waffe raus. Uha. So. Oh, das sieht gut aus. Punkt um Punkt sammle ich hier. Kriegt man eigentlich mehr Punkte, wenn man genau durch die Mitte fliegt? Ja, kriegt man. Ach so, das ist natürlich praktisch. Ja, du weißt es die ganze Zeit, ey, er reibt sich hier so richtig Punkte zusammen. Oha! Hat doch niemand gefragt, was ist hier los? Ja, was ist los hier? Wie eine Gazelle hier durch die Dinger durch. Ja, aber ist die Zeit halt eigentlich egal? Gibt es noch so Bonus, wenn man so Erster ist? Bist du gegen Wolkenkratzer? Läuft, Alter, läuft bei mir. Das ist Dena! Nein! Du Spasti! Null Punkte! Ich hab wegen dir null Punkte bekommen! Ich hab richtig gepflückt gerade, Mann. Das ist doch unmöglich. Null Punkte. Hast du mich einfach mal runtergehauen. Das ist einfach voll cool. Oh, komm schon. Unglaublich, und dann landet er. Voll elegant. Das sieht richtig aus jetzt hier. Dankeschön. Ich habe einfach null bekommen. Das war eine richtig gute Runde, ey. Komm, Aluna. Was denn? Darf man sich hier nicht mal mehr freuen? Nein, darf man nicht. Oh. Meine Güte. Eieiei, da war ich echt richtig unter noch einer unterwegs. Was macht denn die Biesmachete die ganze Zeit, frage ich mich. Der hat ja noch Welten da vor sich. Ja, echt, der ist ja ziemlich langsam geflogen. Kriegt man jetzt Punkte dafür, wenn man schnell ist? Weil sonst weil sonst kann man auch einfach hinten warten und einfach so alle nach hintereinander abknallen. So ganz gechillt, ne? Ja, ist rausgeflogen. Er hat das nicht so ganz geschafft, glaube ich. Und ich habe es ja nicht beendet einfach mal und bekomme null überall. Nur JP, ja, 100 RP soll es Trostding. Ach Gott. Das ist ein Wettbewerb, den da muss man klarkommen. Naja, Splash erstmal schön hier. Sei dir gegönnt, heute darfst du mal splashen, ist in Ordnung. Habe ich nichts gegen, jeder darf mal splashen. Ja, Alter, gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir auch. Guck mal, die anderen stimmen wir gar nicht ab. Ach doch, jetzt. Ach, herrlich. Oh nein, ich bin letzter jetzt. Und Palut ist relativ weit vorne, ne? Das läuft wieder gut hier. Aber wir haben ja auch gerade erst Halbzeit so, ne? Also drei Challenges kommen ja noch. Ja, läuft auf jeden Fall. Jetzt wird richtig abgeholt wieder. Ich dachte, die Runde werde ich nicht letzter. Jetzt kommt auch wieder Team Deathmatch so. Ja, läuft. Und unsere Disziplin. So. Ganz ermaßen. Paluten, du nimmst mich Huckepack und läufst. Okay, kein Problem.
Ich werf dich einfach. Ach, wir müssen hier warten, weil irgendjemand ist rausgegangen. Jetzt muss ich wieder alle einladen hier. Ich lade wieder meine Crewmitglieder ein, so. Hallo Crew, was geht? Das heißt, können alle kommen. Es können auch Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten kommen. Können alle kommen, ist kein Link für den King. Ich lade euch alle ein, kommt zu mir und so weiter, ne? Gewinne, 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 meine Damen und Herren, ein los, gewinne hier. Ja, so, ja, mit ähnlichen Fähigkeiten, ne? Level 105, so, kommen alle rein. Genau, ja, ja. Wenn ihr Spaß habt, einfach rein hier. Aber hier sind auch, es kommt einfach niemand, ne? Das heißt, wir sind jetzt hier ziemlich stuck irgendwie gerade in dem Menü. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ich drücke auf schnell Start, damit der automatisch findet. Oder soll doch einfach mal jemand reinkommen hier. Ja, ansonsten warten wir aber auch einfach so, ne? Es ist natürlich kein Ding für einen King, so. Aber warum ist er denn noch rausgegangen? Kein Bock mehr gab's, so, ne? War so ganz hinten, dachte so, ja, ja. Gegen die Splash habe ich eh keine Chance, dachte er sich so. Ist natürlich auch verständlich. Snack. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt muss doch mal jemand hier. Komm schon, GTA, jetzt machen wir hier eine reine. Na, komm schon, ja? Du komm schon. Ist ja auch kein Problem. Wir können auch derzeit nochmal vorlesen, was wir so machen, ne? Okay. Deathmatch für Teams auf mehreren Ebenen in dem Hochhausneubau in Pillbox Hill. Der Bau wurde mit Sicherheit vor dem Kreditschock und dem Zusammenbruch der Wirtschaft von San Andreas genehmigt. Daher sind noch genug Eigentumswohnungen zum Erstbezug verfügbar. Was ist das für eine Kackbeschreibung? Ich dachte, da kommt die ganze Zeit irgendwie so ein Punkt oder so, aber nein. Das heißt, wir spielen einfach Deathmatch jetzt. Deathmatch auf der Baustelle, ja. Wenn jetzt irgendeiner mal kommen würde, komm doch bitte. Na, kommst du oder nicht? Ja. Jemand backt so, komm. Ich lade alle hier ein, hier. Ihr Menschen hier, warte da. Einladen und einladen. Ist gerade jemand beigetreten? Nee. Okay. Also bei mir ist der Olli Spatz tritt bei, steht bei mir. Oh. Okay. Na aber komm, Olli, komm rein drin. Hier. Na komm schon hier. Olli. Olli Spatz. Der stand bei mir, keine Ahnung, ob er es wirklich macht, ne? Jetzt stehst du wieder nicht hier. No. Ja, bei mir steht auch gar keiner, da wurde auch noch gar keiner. Oh, das ist doch, was ist hier los? Und noch einer ist gegangen. Da war ja kein Bock mehr auf uns, ne? Aber jetzt wäre die Zahl doch wieder gerade, so könnten wir doch einmal. Nee, das Ding ist, das geht alles nur mit 8 von 8, ne? Die haben da natürlich so ein Ding, die sagen so, ja, ja. Aber ich lade jetzt einfach mal manuell ganz viele Leute ein. Ich sag denen so, ja, habt ihr Bock, so, komm vorbei, wir feiern eine große Party. Das wird richtig witzig. Und, aber die sagen sich so, nee, Digga, Spielliste, ich hab schon so 3 Spiele gemacht, haben wir gar keine Chance mehr. Und das ist dann natürlich traurig. Ja, ist ja unser Affenkollege noch da in den geilen Chance? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Vielleicht auch nicht, aber bei der Hammer. Das wäre affig. Gehen alle weg jetzt, so haben alle keinen Bock mehr. Nein! Wir waren einfach zu gut, glaube ich. Ich glaube auch. Wir waren einfach, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Ja. Ich verlasse jetzt einfach auch den Job. Und dann machen wir noch ein bisschen Scheiße in dieser Folge, einfach so. Okay, wenn niemand Bock auf uns hat. Wenn niemand Bock auf uns hat, dann müssen wir halt improvisieren. Da können wir auch nichts machen, ne? Improvise machen wir, Improvise. Improvise. Oh ja, yeah, aber wir machen diese Challenges Spaß hier, diese Spiellisten. Ich kann mir auch das weitergegangen wäre, ja. Das wäre richtig Bock. Das wäre noch besser. Aber ansonsten, bisher liefen die ja voll gut, so in den beiden Folgen davor gingen sie alle problemlos da durch. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich es cool finde, wenn wir so Spielelisten machen. Und ob es noch mehr gibt als diese paar von Rockstar. Weil, wenn die Rockstar-Spiellisten heißen, gibt es vielleicht auch normale Spiellisten, die von normalen Leuten erstellt wurden. Keine Ahnung, ob man da irgendwie rankommt oder wisst ihr da mehr. Kann man bestimmt downloaden, so illegal, weißt du, so richtig im Blacknet, im Darknet oder so. Ja, oh ja, das kann natürlich sein, im Darknet. Das ist natürlich aber, da will ich ja nichts damit zu tun haben, sondern das ist natürlich dann eine heikle Sache. Muss man sich aber erstmal trauen. Mach ich nicht. Was wir machen. So, sind wir jetzt hier alle in einer Sitzung? Sind wir da schon alle drin? Wahrscheinlich sind wir nicht mehr in der Sitzung, so, oder? Ich bin jetzt hier in der Sitzung mit Leuten, die ich nicht kenne, leider. Okay. Das ist natürlich jetzt super vorteilhaft, ne? Ich bin sogar auf einem vollen Server. Also irgendwie mag uns GTA sozusagen heute nicht. Nein. Heute? Und ich krieg ja noch so, oha. Und wenn du illegale Waren auftreiben sollst, oha, du trägst mehr Geld bei dir, zahl ein. Jetzt, ich bin ein richtig reicher Mensch, ne? Ich bin so ein reicher Mann, zählt sein Erspartes nicht, aber ich zahle trotzdem jetzt erstmal so ein bisschen mein Geld. Ich möchte jetzt nicht so mit mir rumtragen. Wir können auch in Stripshoppen gehen. So. Ich habe 13.000 einfach mal bei mir. Krass. 13.000? Mhm. Habe ich alles gewonnen so in den letzten Folgen. Ne? Bin halt ein bisschen, bin natürlich krass drauf, weiß ich auch. Gefällt mir auch. So. Warum kann ich nicht mehr ins Spiel rein?
Seid ihr jetzt zusammen unterwegs? Nö, weißt du, bei mir geht ja einfach mal so gesagt, so keine passende Sitzung gefunden. Komm, geh einfach mal wieder in Singleplayer rein. Ach, das ist aber auch schon, ne? Wenn man so ab und zu mal so ein Singleplayer geht. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Jeder Singleplayer weiter und dann erzählen wir so ein bisschen, würde ich sagen. Ich fahre jetzt erstmal so vorbei zu Ammunition, check da mal aus, ob die so neue Waffen vielleicht für mich haben, weil es wäre natürlich auch mal ganz praktisch, wenn ich mal so neue Sachen bekomme. So, schön auf dem Gefechtspistole oder so. So eine, die man angeblich irgendwo mit ins Stripclub oder so nehmen kann. Irgendwas stand da. Die Gefechtspistole, ja, die kam bestimmt mit Nee, aber es gibt so eine Plastikpistole irgendwie. Ja, genau, Billigpistole nennen sie die. Ja, die habe ich auch. Ja, bist du auch mal ein bisschen eskaliert? Billigknarre heißt die. Die habe ich sogar. Würde ich auch haben. Und ich habe die auch in Pink habe ich die auch. Oh, schick. Okay. Ja. Pink, ja, muss ja auch ein bisschen was, muss ja auch passen dann so, würde ich mal sagen. So. Das ist mir immer sehr wichtig. So, und eine Flasche habe ich auch, abgesägte Schrotflinte, aber sonst, mir fehlt halt hier so, was mir sehr wichtig wäre, wäre halt mal so ein Sturmgewehr. Da muss ich aber Rang 24 sein, bin ich noch nicht. Man braucht so viele Level für den ganzen Schäsel. Das ist natürlich ein bisschen blöd, hole ich mir erstmal ein bisschen mehr so von dem MP-Zeug. Ja, oder? Hilft, wenn man halt diese Deathmatch-Sachen macht, die liegen ja auch immer rum dann, ne? Also aber die hast dann halt danach nicht. Ja, kannst du ja klauen. Naja, ich geh jetzt hier erstmal wieder raus, so, da warten die schon, ja, hi, ich bin der Splasher, hallo, geht aus dem Weg. Und fahr jetzt nochmal mit meinem schönen Bifter, was mein absolutes Lieblingsauto ist, bevor ich die Folge beende, nochmal zum Tune, so. Ja, oder? Läuft auch auf jeden Fall, weil dein Server ist auch massivst voll, da kann auch keiner mehr drauf. Ja, eben, das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Ja, oh, scheiße ist das. Alles korrupt hier. Ich bin auch richtig in der Matrix gefangen. Nein, immer in der Matrix. So. Das ist natürlich auch immer alles traurig. Das ist viel zu traurig, Ding. Aber wir machen das Beste raus. Wir sind jetzt hier aus der Sitzung rausgeflogen. Aber gut. Dann machen wir einfach hier nochmal kurz so Sachen. Dann muss man auch ab und zu so Einkäufe machen, so ein bisschen auschecken, Ammunition. Man muss auch seine Kontakte da pflegen, dass die Leute dann auch weiterhin mögen und so weiter, ne? Oder jetzt Auto. Hm. Das ist halt auch, man denkt nicht so dran, weil man es halt immer benutzt. Und man hält es für selbstverständlich. Aber auch so ein Auto muss man mal zu Paint and Spray bringen, um da vielleicht was Neues ranzubauen, um das mal warten zu lassen, ein bisschen durchchecken zu lassen. Und dann braucht man halt auch so eine Gelegenheit wie in dieser Folge mal, weißt du? Ja, auch mal vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen. Genau. Hm. Durchaus. Ja, ja. Ja, ja. Maulwurf, ja. So, oh, der ist so nett auch direkt. Er begrüßt mich richtig nett. Obwohl mein Auto schon so ein bisschen kaputt ist, er schon weiß, oh, jetzt erstmal reparieren. Ist nicht so cool, aber muss ich jetzt machen. Oh, scheiße, ich kann immer nichts kaufen. Ich muss noch 12 weitere Rennen mit dieser Fahrzeugklasse gewinnen. Das ist noch ein weiter Weg, würde ich mal sagen, leider, der da auf mich wartet. Ja. Wir hätten mal ein Rennen machen müssen wieder. Ja, und ich muss weitere Sachen. Ich kann natürlich noch so ein größeres Auspuffrohr, aber es sieht nicht so cool aus, dann kaufe ich das auch nicht. Hupe kann ich aber eine neue. Durch das Auspuffrohr, ey, so riesen Schlauch erstmal ranhängen, ja. Damit mir der Riech abgeht hier. Aber ich brauche eigentlich für alles, brauche ich irgendwie erst noch so Renngurte, habe ich schon. Das sieht natürlich schön aus. Renngurte. Bremsen brauche ich noch 8 weitere Rennen, irgendwie. Ja, ich muss einfach noch viel mehr Rennen mit dem ganzen Schädel machen. Und dann muss ich noch. Sonst kann man da halt auch nichts anbauen und so. Ich kann natürlich noch die Lackierung ändern. Aber ansonsten auch Spoiler und so. Hab ich praktisch hier auch schon alles. Das meiste habe ich halt Turbo-Tuning. Das wäre halt der Burner so. Da muss ich 16 weitere Rennen gewinnen. Also Rennen ist wohl so das Ding. Aber dann ist das auch so eine Informationsfolge für mich, wo ich einfach mal rausgefunden habe. Für mich persönlich so, was ist so das, was ich noch so machen muss? Und das sind halt jetzt Rennen in diesem Fall. Du hast 10 Minuten lang über Rennen geredet, was sonst so los bei dir, Nena? Ich will mal sagen, in dieser Folge schaffen wir wahrscheinlich nicht nochmal noch so viel mehr, aber wir versuchen bestimmt in nächster Zukunft nochmal so eine schöne Spielliste und dass die dann auch wieder durchgeht, so wie in den letzten beiden Folgen, die auch sehr, sehr cool waren, wie ich fand. Und ich weiß noch gar nicht, wie ihr das findet, weil wir das hier, die Folgen hier gerade mal so am Stück aufgenommen haben. Aber ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also schreibt es euch immer rein in die Kommentare, lesen wir alles und drückt den Daumen nach oben. Und schaut auch bei Paluten und bei der Sturmwaffel vorbei. Link zu den beiden in der Beschreibung. Wir machen auch Let's Plays auf YouTube.
und auch von Minecraft, auch mit dreieckigen Facecams teilweise. Teilweise auch hier GTA wird auch hochgeladen. Auch diese Online-Parts hier. Da sieht man auch mal den Paluten, der auch mal, ne? Paluten lädt auch GTA Online hoch. Natürlich, Leute. Natürlich dann auch so von vorderen Positionen. Nicht so wie ich, bisschen weit hinten, sondern da ist es noch die vorderen Positionen mal zu sehen. Für Leute, die das auch mal interessiert, die nicht nur so von hinten so. Die nicht nur so von hinten, ja genau, damit belassen wir. Genau, dabei belassen wir es mal. Und dann war es dann das für die heutige Folge GTA Online. Wir sehen uns morgen wieder 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Super. Ist der Bergmann da? Nee, wann bist du denn da, Herr Bergmann? Super geil, Alter. Daumen hoch. Ich erstmal Applaus, Alter. Riech, kleines Blut, Alter. Sag, wann bist du denn da? Lang genug, um zu wissen, dass 5 Minuten oder so. Das ist das Beste. Ja, schön, ja. Damit du die beste Folge mitbekommen hast, genau. Ja, genau. Sehr schön. Dann beende ich jetzt erst die Folge. War schön, dich dabei gehabt zu haben. Ja. Tschüss.